So. Ich weiß, etwas ungewohnt, aber ich bringe heute den politischen Wetterbericht. Heute ist der 16.01.2014. Wetter sonnig, circa, ja, sagen wir mal 12 Grad im Schatten, hat sicher. Wenn nicht mehr, es ist sehr warm. Mir ist es an sich mit dieser Jacke zu warm, aber das ist eine andere Geschichte. Morgen ist der 17.01. Das hat nichts mit Raumschiff Enterprise zu tun. Das ist morgen der Tag, wo der Akademikerball in Graz stattfindet. Und die Grünen, der VSSDÖ und die kommunistische Jugend haben daher zur Demonstration in der Grazer Innenstadt aufgerufen. Treffpunkt 17 Uhr Südtiroler Platz. Für den normalen Passanten empfehle ich, auch aufgrund der Erfahrungen von Demonstrationen in Deutschland, weil morgen auch diverse deutsche Krawallmacher eventuell kommen dürften und natürlich auch Leute mit entsprechender Erfahrung aus Wien. Und die Wiener Akademikerbälle kennt man ja bereits, daher meine Empfehlung für morgen: eine dicke, sichere Schutzjacke, am besten eine gute alte M65, kriegt sie um 40 Euro bei Amazon. Einen grünen Deckel, so wie ich habe. Ansonsten gibt es natürlich auch entsprechende andere Ausstattung, wie etwa dieses hübsche Modell Typ Kevlar-Helm, französische Fremdenlegion, Kugelschuss und Schlagglas sicher etc. pp. Gutes Schuhwerk ist natürlich auch durchaus im Ermessen des Besitzers. Daher irgendwelche Trail-Schuhe wie dieser Essex Laha 4. Hat den Vorteil, schaut ein bisschen ziviler aus, kommt man jetzt militärisch rüber. Aber natürlich nicht zu vergessen, der gute alte Feldschuh leicht. Sowas wäre natürlich auch nicht so schlecht. Man sollte ja nicht davon ausgehen, dass da morgen irgendwelche Leichenberge in der Grazer Innenstadt sich türmen, aber bei Glassplittern etc. wäre es eher schlecht, wenn man sich mit normalen Schuhen irgendwie was einjagt. So, ansonsten, wie auch immer, morgen soll es auch ein bisschen schlechteres Wetter geben, daher ist die Kleidung, die ich habe, nicht so schlecht. Es empfiehlt sich natürlich, vielleicht hellere Farben anzuziehen oder Schutzmarkierungen aufzugeben, wie von wegen, ich bin Zivilist auf einer gelben Warnschutzweste drüber, die man sich zieht. Aber okay, das war alles von meiner Seite. Viel Spaß morgen, wenn ihr durch die Grazer Innenstadt geht oder geleitet wird von der österreichischen Polizei. Viel Spaß dabei, wenn ihr beobachtet, wie sich versuchen, einige Leute wieder mal irgendwelche Ritterkreuze mit Lorbeerkränzen zu ergattern, weil sie glauben, sie sind der Meinung, sie müssen politische Meinungsmuller spielen oder sonst irgendwas. Ich wünsche morgen jedem absoluten Spaß. Ich bleib zu Hause, ich habe Schneidearbeiten zu tun und genug anderen Blödsinn. Also dann, ich wünsche euch was.